Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Killer is Dead. Und wir haben ja beim letzten Mal gesehen, wir werden jetzt bei Episode 4 normalerweise, nach dem kranken Bosskampf im letzten Part. Und hier hätten wir allerdings so eine Gigolo-Mission. Mondos Mädchen 1 und starke, temperamentvolle Frau. Ich würde sagen, wir ziehen uns das auf jeden Fall mal rein, damit wir sehen, was das überhaupt ist. Und wenn es scheiße ist, machen wir einfach ganz normal die Story weiter. Wenn es geil ist, überlege ich mir, ob ich das auch mache. Es ist schön, dass hier die Maße angezeigt werden. Ja, wird die Frau direkt auf ihre Tüdis und so weiter reduziert. Aber sie kommt aus Brasilien, das heißt, sie hat einen geilen Arsch. Los geht's. Du hast keine Geschenke. Stimmt, wir müssen also nochmal in den Shop. Die Frage ist jetzt, wie kommt man da rein? Wir müssen in den Souvenir-Shop, nicht wahr? Oh. Okay. Stimmt! Was laber ich davon? Das ist scheiße oder nicht, bla bla bla. Das Ding ist ja, ich nehme auf jeden Fall meine Hose mit. Die geben uns ja neue Waffen, haben die gesagt. Das heißt, da kommt das Parfüm, nehmen wir auch noch mit. Kostet ja nur 250.000 Dollar. Eine Packung Kaugummi nehmen wir auch noch mit. Und das hole ich mir auch noch mal, falls ich ekelig verrecke. Genau. KIT, du bist, was ist das? Ach so, ja. Status Upgrades, genau. Die haben wir nichts, die können wir nicht. Ach so, ja, stimmt, das upgraden wir ja nur durchs Einsammeln. Okay, alles klar. Ja, ihr müsst mir verzeihen, ich muss immer wieder ein bisschen erstmal reinkommen. Ihr seht ja selbst, aktuell geht sehr, sehr viel ab auf dem Kanal. Sehr, sehr viele verschiedene Projekte und jedes Spiel hat natürlich seine eigene Steuerung und so weiter. Deswegen. Aber wir schauen uns jetzt erstmal die Gigolo-Mission ein. Da kenne ich mich aus in dem Bereich. Nein, Spaß, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe noch niemals eine echte Frau gesehen. Fülle die Mutanzeige, um das Herz der schönen Frau zu gewinnen. Mit der Gigolo-Sicht füllst du die Anzeige. LT gedrückt halten, Gigolo-Sicht. Den Winkel ändern, das heißt, wir müssen ja auf die Titten glotzen, oder wie? I think you could use a little break from work. Ja. Okay. Oh yeah! Hallo? Ja, natürlich. Alles klar bei dir? Fascinating. Ja, ich weiß, ich bin so faszinierend. Oh ja. Na? Oh! Sie hat mich erwischt. Shit. Are you nervous? Nein, eigentlich nicht. Ich guck hin. Wie kann ich dir denn Geschenke machen? Okay. Darauf stehen die kleinen Japaner, oder? Oder vielleicht wirklich auch Leute, die wirklich noch nie eine Frau gesehen haben. Ich weiß nicht. Wir sind ein bisschen abgedrückt. Jetzt. Titanite! Was trägt die denn da? Oh, auf die Beine gibt es sogar noch mehr. Du hast deinen Mut gesteigert, ziele mit dem Geschenk auf sie. Kaugummi, eine Rose natürlich. This is for you. A present. For me? Oh, you make me so happy. You even give presents with such style. Oh yeah. Are you nervous? Wir haben ihr Herz gewonnen. Oh.
Die Töne dazu. Was machst du da? Ich dachte, jetzt geht's schon los. Ihr wisst schon. Auf die Beine, das gibt mehr Punkte. Ich muss dir noch was geben. Meinst du Kaugummi ziehen? Wir probieren. Das ist so geil, dieses Schild ist so durchgedreht. Thank you for everything. Wow. You have such a strange charm. I want to find out more about you. Ja, natürlich. Komm schon, Mondo. Tüte das Ding ein. Im wahrsten Sinne des Wortes. I made this especially for you. Use it with care. Oh, der linke Arm wird in einen riesen Bohrer verwandelt. Big Daddy Style. Mit dem mächtigen Drill-Angriff kannst du Wände und Schilde durchdringen. LT blablabla. Geil. Geiles Ding. Subwaffe wechseln. Du kannst je nach den Umständen deiner Mission zwischen 4 verfügbaren Subwaffen wählen. You're also haben wir ihn. Already? You're coming to see me again, right? Nein. Ach ja. Dieses Theme hier, was gerade benutzt wird, dieses Musik-Theme oder wie nennt man das? Sample. Das ist doch das von Käferjagd? Das glaube ich auch nur so. Mondos Mädchen 2. Okay. Dieses Sample ist doch von Oceans, oder? Hört sich zumindest an. Der Mann, der den Mond stahl. Machen wir direkt Episode 4. Also die Missionen bringen ja was. Wenn wir die Ladies rumkriegen, kriegen wir neue Waffen. Ja. Der Typ heißt Davids, 1,90 groß, Alter 37, USA, Westküste der USA. Ich würde sagen, legen wir los. The ones who suddenly appeared out of thin air took everything from me. As proof that I still lived, they left my flesh, all that remains of me in this world. We were once the rulers and magistrates of ages past. To cleanse this world would have been a simple task, but that was not what we wanted. We loved this beautiful planet the way it was. Gazing at the Earth from the moon was one of our few pastimes. That is why we will never forgive the poachers who robbed us of that pleasure. I am Moon River. We live on the dark side of the moon. Please execute this man. He called himself David. David. Ma'am, do you know where this man lives? On the dark side of the moon. I see. Of course, it's the dark side. If he's on the dark side, I'm afraid he's not within the country's jurisdiction. How much will it cost? Forget it. The amount is far too much to be exchanged in cash.
With all due respect. David destroyed your place. No doubt a foul creature. I'll execute him post-haste. This job will be done for a one-time discount. The price is your kiss. That ought to be worth more than money. kiss? If you can, if you really can execute this man, then you may have it. Boss, I can start this job now, right? Vivian, contract, please. Thank you very much. You can pay me when the job's done. It didn't take long to get to the moon. Felt like my insides were being crushed. Oh well, sucks to be you. I'm glad I decided to sit this one out. I wanted to go. Say, Mondo, is it your first time on the dark side of the moon? Yeah, but I got this feeling of deja vu. Don't overextend yourself. If you need help at any time, we'll come no matter where you are. I'll be fine. You'll still be eating breakfast by the time I get back. No oxygen. Why aren't I dead? Interesting. Now, oh no. I hope you can enjoy yourself. Geil, was ist das denn jetzt für ein Finisher? It's as boring as I expected. Okay, die großen Vasen könnte ich wieder kaputt machen. Ah, links oben. Ah, guck mal, der gelbe Kreis links oben. Da sehe ich sogar, wann das nächste Level up ist. Wie war das? Genau so. Hoho! Zack! Wollen wir das mal gleich auf den Gegner ausprobieren? Hätte ja sein können. Ich muss wahrscheinlich die Treppen hoch. Oder da durch. Okay. Nette Bilder hat er hier. Ist natürlich jetzt wirklich die Frage, wie der immer bei so viel Auswahl, wo geht man als erstes lang? Aber hier sieht es wirklich schon sehr offiziell aus. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, wenn man da jetzt jemand springt. Aber man kann ja gar nicht springen hier im Spiel. Gesundheitsstufe 1, yes, geil. Gehen wir hier durch. Oh, mit Schildern.